Im Sommer hat Eis Hochsaison und bringt Abkühlung. Auch Katzen freuen sich bei der Hitze über eine Erfrischung. Du möchtest deiner Katze mit einem kühlen Eis eine Freude machen? Dann solltest du die folgenden Dinge unbedingt beachten. Wir geben dir außerdem die besten Rezepte für Katzeneis, die du ganz einfach zu Hause nachmachen kannst. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, wenn du deiner Katze ein leckeres Eis an heißen Tagen servierst. Dennoch solltest du einige Dinge beachten. Katzen lieben Milch. Die enthaltene Laktose vertragen sie allerdings oftmals nicht. Deshalb solltest du beim Katzeneis auf Quark, Joghurt oder spezielle Katzenmilch zurückgreifen. Wie für uns Menschen gilt das auch für Katzen. Weniger ist mehr. Eis sollte nur ab und zu auf dem Speiseplan stehen. Auch wenn die Versuchung groß ist, sollte deine Katze ihr Eis langsam und nicht zu kalt genießen. Lasse es deshalb vor dem Verzehr etwas antauen. Und nun folgen die besten Rezepte für leckeres Katzeneis. Die meisten Zutaten wirst du sowieso bereits zu Hause haben. Deshalb lassen sie sich einfach umsetzen und sorgen für große Freude bei deiner Katze. Nummer 1. Thunfischeis. Deine Katze liebt Fisch? Dann wird ihr dieses Rezept ganz besonders gefallen. So geht's. Püriere eine Portion Thunfisch. Gebe Wasser hinzu, bis die Masse cremig wird. Fülle die Thunfischcreme in Eiswürfelform und stelle das Ganze in den Gefrierschrank, bis die Eismasse gefroren ist. Nummer 2. Nassfuttereis. So schnell wie das Thunfischeis lässt sich auch die Variante aus Nassfutter herstellen. Statt Thunfisch pürierst du einfach eine Portion des Katzenfutters, das deine Katze am liebsten mag. Nummer 3. Leckerli-Eis. Überrasche deine Katze, indem du in der Eismischung vor dem Gefrieren ein Leckerli versteckst. Alternativ kannst du es auch in einem Eiswürfel aus Wasser oder ungewürzter Brühe einfrieren. Für Katzen, denen Schlecksnacks als Leckerli am liebsten sind, kannst du einfach die Schleckmasse gemischt mit etwas Naturjoghurt oder pur einfrieren. Nummer 4. Milcheis. Milcheis kommt auch bei Katzen gut an, solange keine Laktose enthalten ist. Mit spezieller Katzenmilch zauberst du deinen Liebling dennoch ein leckeres Milcheis, welches keine Bauchschmerzen zur Folge hat. Vorausgesetzt, deine Katze schlingt das Eis nicht herunter. Und Nummer 5. Kalorienarmes Eis. Falls deine Katze auf Diät ist, muss sie dennoch nicht auf ein erfrischendes Eis verzichten. Mit einer Eisbombe bietest du ihr eine kalorienarme Abkühlung. Deine Katze wird außerdem zum Spielen animiert, was sich ebenfalls gut auf die Figur auswirkt. Du benötigst hierfür nur einen Luftballon und Wasser. Zuerst solltest du den Ballon von Talkum befreien. Fülle ihn mit etwas Wasser, knete ihn gut durch und leere ihn wieder. Dann füllst du den Ballon erneut mit Wasser, es sollte aber nicht zu viel sein, damit deine Katze keine Angst bekommt. Den gefüllten Ballon legst du ins Gefrierfach, bis das Wasser gefroren ist. Dann entfernst du den Ballon. Die entstandene Eisbombe kannst du deiner Katze jetzt in einer Auflaufform oder ähnlichem präsentieren. Fülle vorher etwas Wasser ein. Durch die Form ist die Eiskugel beweglich und regt dein Liebling zum Spielen an. Egal für welches Eis du dich entscheidest, wichtig ist, dass du die kühle Leckerei am besten in einem Schälchen servierst. So kann sich das Eis nicht selbstständig machen und dein Fußboden bleibt trocken. Wir wünschen deiner Katze einen guten Appetit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.